Hi, ich bin Karima von Einfach Backen und wir machen heute Cake Pops. Dazu brauchen wir Kuchenreste, Kuvertüre, weiche Butter, Maracuja-Saft, dann habe ich hier solche Holzstäbe und eine kleine Auswahl an Zuckerperlen und zusätzlich auch noch Kokosflocken. So, wir beginnen jetzt erstmal mit den Kuchenresten. Ich habe jetzt einen Sandkuchen vor einigen Tagen gebacken. Das Rezept dazu findet ihr auch unter einfachbacken.de. Und wenn der ist ja von der Konsistenz her vielleicht ein bisschen trockener im Vergleich zu anderen Kuchen. Und der eignet sich aber super für Cake Pops. Das heißt, wenn ihr irgendwie auch einen Marmorkuchen oder sonst irgendwas in der Art zu Hause noch habt, eignen die sich super, um diese Kuchenreste eben zu nehmen zur Weiterverarbeitung von den Cake Pops. So, genau. Also, ich habe mir die Kuchenreste jetzt etwas zerkleinert. Und jetzt kommt der Maracuja-Saft hinzu. So. Und die Butter. Und das Ganze wird jetzt schön durchgeknetet. So, man merkt auch richtig, das lässt sich richtig gut verkneten. Und wenn ihr merkt, dass es vielleicht, wenn der Kuchen noch ein bisschen zu trocken ist oder es nicht genug, nenne ich es, feucht ist, dann könnt ihr natürlich noch mehr Saft hinzugeben. Und statt Maracuja-Saft eignet sich auch Orangensaft. Und jetzt nehme ich einen Eisportionierer und schaue, dass die von der Menge hier genau so passt, ganz gut zum Portionieren. Und dann nehme ich den hier raus und forme dann nochmal mit den Händen kleine Kügelchen. So, die Cake Pops sind jetzt im Kühlschrank und dort sollen sie so etwa 20 Minuten einfach kühlgestellt werden. Und in der Zeit könnt ihr zu Hause nämlich die Schokolade schmelzen. So, die Schokolade ist jetzt schön flüssig und jetzt nehmt ihr... Ich habe mir jetzt doch noch einen Strohhalm geholt, beziehungsweise mehrere. Die habe ich noch irgendwo tief in der Schublade gefunden, weil ich finde, die passen dann doch ein bisschen besser, weil sie so schön bunt sind. Aber ihr könnt natürlich auch so Schaschlik oder Holzspieße, wie man sagt, benutzen. Das ist eigentlich ganz egal. Ich finde, das hängt auch immer so ein bisschen vom Anlass ab. Aber ich finde die super passend, also schön bunt. Genau, also den nehmt ihr jetzt, diesen Strohhalm, und tunkt ihn so einen halben Zentimeter, kann auch ein bisschen mehr sein, in die Schokolade. So. Und dann taucht ihr ihn in ein Kügelchen. So, das macht ihr jetzt praktisch bei jedem Kügelchen. Und dann kommen die Kügelchen nochmal für circa 20 bis 25 Minuten in den Kühlschrank. So, die Cake Pops waren jetzt 20 Minuten etwa im Kühlschrank und jetzt kann ich sie weiterverarbeiten. Und zwar nehme ich jetzt das Kügelchen und tunke die jetzt einfach in die Schokolade. So, und dann könnt ihr frei wählen. Ich nehme jetzt mal die bunte Variante. Und dann kann man sie schön verzieren. So.
So, das sieht doch schon mal süß aus, oder? Total bunt. Und ich habe mir jetzt ein Glas vorbereitet und habe das mit Zucker aufgefüllt, denn das eignet sich super, um dann die Cake Pops einfach hineinzustecken und dann ordentlich auskühlen zu lassen, bis die Schokolade schön hart geworden ist und natürlich die Verzierung, die Zuckerperlen. So, und dann kommen die hier einfach rein. Voilà, und fertig sind unsere Cake Pops. Die lasse ich jetzt einfach noch ein bisschen auskühlen, bis die Schokolade dann noch richtig, richtig fest wird. Und dann könnt ihr sie eigentlich in den Gläsern so lange lassen, bis zum Geburtstag, bis zur Party, wie auch immer. Übrigens, ich hatte nämlich keinen Zucker mehr, mit dem ich so ein Glas auffüllen kann, um die Cake Pops reinzustecken. Ich habe jetzt einfach hier Reis genommen und es geht genauso gut. Und so können die dann schön auskühlen. Und das Besondere an diesen Cake Pops ist auch, finde ich, dass ihr die mit dem Teig eigentlich 2 Tage vorher vorbereiten könnt. Denn durch die Kuvertüre und durch den Maracuja-Saft, der ja drin ist, hält sich das auf jeden Fall 2 Tage und ist auch immer noch schön frisch und saftig. So, wenn euch das Rezept jetzt gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Den Link zum Rezept findet ihr unter dem Video. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und freue mich, wenn ihr auch wieder das nächste Mal dabei seid. Tschüss!